Paracelsus. Dieser Name ist heute vielen Menschen bekannt durch Kliniken, Apotheken und Heilpraktikerschulen. Aber wird die wahre Größe dieses Arztes und Philosophen sowie seine Botschaft heute tatsächlich verstanden? Für diejenigen, die sich mit seinen Taten und Lehren beschäftigt haben, wird er häufig als Pionier für die ganzheitliche Medizin gesehen. Was besagt, dass Leben auf der materiellen Ebene nicht verstanden werden kann ohne eine höhere Ebene, eine feinstofflich-energetische, eine seelische Ebene zu erkennen und einzubeziehen. Der stoffliche Körper wird belebt und beseelt durch ein feinstoffliches Abbild des Kosmos, genannt Mikrokosmos. Durch ein vielfältiges Beziehungsnetz ist der Mikrokosmos in den Makrokosmos eingebettet. Folglich soll der Arzt bei der Heilung eines Menschen nicht nur den stofflichen Körper betrachten, sondern den Menschen als Mikrokosmos sehen und dies in seine Diagnose und Therapie mit einbeziehen. Paracelsus' medizinische und philosophische Schriften bestehen aus 14 Bänden und seine theologischen Schriften waren ebenfalls auf 14 Bände angelegt. Diese führte er jedoch nicht zu Ende. Was können wir über Paracelsus' Leben sagen? Philippus Theophrastus von Hohenheim wurde 1493 als einziges Kind des Arztes Wilhelm von Hohenheim in Einsiedeln in der Schweiz geboren. Seine Kindheit verbrachte er in der Schweiz und später in Österreich. Es war die Zeit der Renaissance, die Zeit des Humanismus. Humanistische Bildung sollte den Menschen befähigen, seine wahre Bestimmung zu erkennen und ein ideales Menschentum zu verwirklichen. Hierzu griff man auf Vorbilder der griechischen und römischen Kultur zurück. In diesen Jahren wurde der Buchdruck erfunden und es wurden neue Kontinente entdeckt. Große Veränderungen im Leben der Menschen waren die Folge. Und es war die Zeit, in der Martin Luther wirkte. Medizin studierte Paracelsus in Tübingen, Wien und Ferrara, Italien. Er geriet oft mit der herrschenden Lehrmeinung in Konflikt. Bereits als Student heilte er viele Kranke von der Pest, die in Ferrara ausgebrochen war. Trotz seiner großen Heilerfolge und selbstlosen Hilfe an kranken Menschen wurde er von dem etablierten Medizinerstand verachtet und verleumdet. Er verbrachte einen großen Teil seines Lebens und Wirkens auf Wanderschaft. In Italien, Frankreich, Spanien, England, Russland, Polen, Rumänien, Ungarn, auf dem Balkan. Seine Wanderjahre führten zu großer Erkenntnis und Erfahrung als Arzt. Er erzielte große Heilerfolge, auch bei Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die ihm dafür in einigen Fällen das vereinbarte Honorar schuldig blieben. Die Armen behandelte er unentgeltlich. Stets blieb er bei einer hohen Achtung vor den einfachen Menschen, von denen er nach eigener Aussage viel gelernt hatte. Von den Barbieren, Bauern, Schäfern, Naturheilkundigen, von fahrendem Volk, von alten Weibern, ja auch von Scharfrichtern und ihren Gehilfen. Einige Zeit lang arbeitete er als Arzt und Lehrbeauftragter an der Universität Basel, wo er die Neuerung einführte, nicht in Latein, sondern in der Muttersprache zu unterrichten, was ihm natürlich den Unmut seiner Kollegen einbrachte. Seine Vorlesungen wurden sehr gut besucht, weil er neben der Theorie auch die Praxis nicht vernachlässigte. Es entwickelten sich jedoch so große Schwierigkeiten, dass er auch Basel wieder verlassen musste. Im Alter von 49 Jahren starb er, im Jahre 1541. Die Todesursache ist ungeklärt, aber es gibt die Vermutung, dass er die Treppe hinuntergestoßen worden sei.
Was war denn nun so revolutionär an seinen Taten, Ansichten und Lehren, dass er sich zu seinen Lebzeiten eine solch unerbittliche Feindschaft der etablierten Ärzteschaft und teilweise sogar der Obrigkeit zuzog? Deutlich kommt dies in den folgenden Zitaten zum Ausdruck. Die wahre Erkenntnis in der Medizin entspringt der selbstlosen Liebe zur Wahrheit selbst, dem Glauben an das Gute in allem und der Erkenntnis der Einheit des göttlichen Wesens in allen seinen Geschöpfen. Zu Paracelsus' Lebzeiten waren etablierte Ärzte, Apotheker und Heiler sehr häufig an ihrem eigenen Vorteil interessiert und es gab viele arme Menschen, die sich die überteuerte Medizin nicht leisten konnten. Der Vielwisserei wird mehr gehuldigt als der Weisheit, welche aus Güte, Wohlwollen, Uneigennützigkeit und Wahrheitsliebe entsprungen ist. Alles wahre Wissen gehört dem Engel im Menschen an, welcher die Persönlichkeit überschattet und ist das Resultat seiner in früheren Inkarnationen gemachten Erfahrungen. Wer für seinen eigenen Vorteil arbeitet, ist kein Arzt. Verführerische Heilsversprechen demaskierte Paracelsus und zog sich auch dadurch den Widerstand der etablierten Ärzteschaft zu. Glaubet den Werken und lasst euch nicht an den Wörtern genügen. Die Wörter sind leere Dinge, die Werke aber zeigen den Meister. Lernet für euch selbst einzusehen und urteilt dann selbst. Das nun folgende Interview wird uns weitere vertiefende Einsichten über Paracelsus' Leben und Wirken ermöglichen. Theophrastus von Hohenheim, genannt Paracelsus, lebte vor 500 Jahren, zur selben Zeit wie Martin Luther. Er hatte einen enormen Einfluss als Arzt, als Theologe und als Philosoph, der sich über die Jahrhunderte hin erstreckte und bis in unsere heutige Zeit wirkt. Auch die Autoren der Pharma Fraternitatis waren tief beeinflusst von Paracelsus. Neben mir sitzen die Sozialarbeiterin Hanni Studer, die Ärztin Frau Dr. Uecker, der Chemiker Dr. Kalbermatten und der Arzt Dr. Klaus Bielau. Frau Studer, was ist für Sie das Besondere an Paracelsus? Das Besondere für mich ist, dass er aus einer anderen Perspektive die Dinge beleuchtet. Zum Beispiel, wie er die Ursachen der Krankheiten aufzuschlüsseln versucht. Und das wirkt sich ganz stark auf eine Seelenentwicklung aus, wenn man bereit ist. Herr Dr. Bielau, können Sie uns etwas über das Leben von Paracelsus sagen? Theophrastus von Hohenheim, geboren 1493 im schweizerischen Einsiedeln als Sohn eines Arztes, aufgewachsen in Villach in Österreich, wo er als Neunjähriger hinzog mit dem Vater, aufgewachsen auch in einem Stift, in einer Klosterschule in kärntnerischen St. Paul, wo er verbunden wurde mit den Lehren eines Nikolaus von Cours, eines Marsilio Ficino, der etliche Jahre vorher gelebt hat und gewirkt hat. Und sein Leben war dann geprägt von einem Suchen nach Autonomie, nach vollkommener Eigenständigkeit. Die Verfolgungen konnten nicht ausbleiben, die Schmähungen konnten nicht ausbleiben, wie es allen geschieht, die nach Wahrheit suchen in einer Zeit der großen Kompliziertheiten. Die letzte Lebenszeit verbringt Paracelsus in Salzburg, wo er auch gestorben ist im Jahre 1542. Und auf seinem Grabmal in Salzburg steht der Satz, vitam cum morte mutavit. Er hat das Leben mit dem Tod verändert.
Frau Dr. Uecker, was ist für Sie das Wichtigste an Paracelsus? Die Botschaft von Paracelsus hat mich sehr früh in meinem Leben erreicht und hat mich zu der Erkenntnis geführt, dass die Symptome von Krankheiten nur die äußerlichen Signaturen sind für eine Störung in der Harmonie der inneren Ordnung. Dass Krankheit letztendlich die Folge einer Kommunikationsstörung ist zwischen unserem wahren Selbst und dem ego-gesteuerten Persönlichkeitssystem, also zwischen dem Oben und Unten in unserem Mikrokosmos. Aus diesem Grund ist Krankheit eine Handreichung, eine Korrekturhilfe, die uns von unserer Seele geschickt wird, damit wir diese Kommunikation, diese innere Einheit wieder herstellen können. Das verstehe ich unter Heilwerden. Herr Dr. Kalbermatten, was hat Zukunft an Paracelsus? Ja, bekannt ist vor allem mal, was Gegenwart hat. Das ist die Erkenntnis, dass der Mensch ein Mikrokosmos ist und eingebettet in das All. Das ist die Grundlage der Ganzheitsmedizin. Aber Paracelsus führt weiter, führt in die Zukunft zum Geist. Geist ist immer Zukunft, weil Geist immer das aufbricht, was ist und das noch nie Dagewesene schafft. Paracelsus war ein Zerbrecher und dadurch ein Erneuerer. Hören wir jetzt die Sprache von Paracelsus. Ein Vieh frisst wie das Vieh. Und auch der Mensch, insofern er ein Vieh ist, frisst wie dieses von der Erde. Er soll jedoch nicht sein wie ein Vieh, sondern soll ein vom Ewigen her bestimmter sein und aus dem gespeist werden, was ewig ist. Denn er ist nicht als Vieh geschaffen, sondern als Mensch, als Ebenbild Gottes und als sein Gleichnis. Als Unsterblicher wurde der Mensch geschaffen. Frau Dr. Uecker, hat eine solche Aussage Auswirkungen auf Ihre Arbeit als Ärztin? Ein Therapeut ist ein Diener an der Bewusstwerdung seines ihm anvertrauten Patienten. Ich sehe es als meine Aufgabe, den Menschen dort abzuholen, wo er bewusstseinsmäßig steht und ihn zur Selbsterkenntnis zu führen, damit er sich befreien kann aus der unwürdigen Situation, sich mit seinem animalischen Körperbewusstsein zu identifizieren und hinzuwachsen zu dem Weg der Entdeckung seiner geistigen Identität, die ihn in die Einheit mit der schöpferischen Urformel zurückführt. Und das ist der Sinn der Heilwerdung. Herr Dr. Bielau, welche Bedeutung hat es für Sie, dass Paracelsus sagt, der Mensch sei ein Mikrokosmos? Ja, wir haben gerade gehört, in der Ganzheitsmedizin geht es um das Ganze, das heißt um die Verbindung zwischen oben und unten, zwischen innen und außen. Der Mensch ist als Ebenbild Gottes geschaffen. Der Mensch ist geschaffen, dem Universum, dem Kosmos als Spiegel. Und insofern ist er ein Mikrokosmos, eine kleine Welt, die ausgestattet ist mit allen Fähigkeiten auch des Kosmos und Makrokosmos. Und durch die Heilung des Bewusstseins wird dem Menschen deutlich, dass er ein Ebenbild sein kann. Und unsere Aufgabe ist es, dieses Ebenbild wieder lebendig werden zu lassen, wieder zum Leben zu erwecken, so dass wir tatsächlich eine bewusste kleine Welt, ein bewusster Mikrokosmos werden. Das ist das Ziel jeder Heilung. Frau Studer, hat sich in Ihrem Leben und in Ihrer Arbeit durch Paracelsus etwas geändert? Ja, ganz bestimmt. Eben, dass er vom Wesentlichen, vom Kern der Dinge ausgeht,
Das prägt natürlich nachher den Umgang mit dem Menschen und mit der Natur. Es führt auch die Seele dazu, sich ihrer selbst bewusst zu werden, das heißt autonom zu werden. Herr Dr. Kalbermatten, welchen Einfluss hatte nun Paracelsus auf die Pharma Fraternitatis? Die Hauptbotschaft der Pharma Fraternitatis ist die Generalreformation der ganzen Welt. Auf der Basis des Begreifens, warum der Mensch Mikrokosmos genannt wird. Es war nicht so sehr das Ziel der Pharma, den Menschen als solchen zu verwandeln, sondern das wurde gewissermaßen als Basis vorausgesetzt und diese Basis hat Paracelsus geliefert. Er hat erklärt, wie, warum, inwiefern der Mikrokosmos, der Mensch ein Mikrokosmos ist, eingebettet in das All, hat zu einer Reformation der Medizin und des Menschen geführt. Und auf dieser Basis konnte die Pharma aufbauen. Die musste das alles nicht mehr erklären, sondern konnte auf dieser Basis ein Kraftliniensystem aufbauen, ein Haus Sancti Spiritus, ein Grabtempel des Christian Rosenkreuzes. Und so konnten die ursprünglichen Rosenkreuze nicht nur mit Wissen agieren, sondern auch mit Kraft. Hören wir noch einmal Paracelsus. Der wahre Arzt sieht nicht nur die äußeren Symptome und Erscheinungen, sondern er erkennt das der Form zugrunde liegende Prinzip. Er erkennt, dass alle sichtbaren Formen Verkörperungen von unsichtbaren Kräften sind und dass es diese Kräfte sind, welche den sichtbaren Formen ihre Eigenschaften verleihen. Darin besteht die große und heilige Kunst des Arztes, dass er in dem Unteren das Obere, in dem Äußeren das Innere, in der Form den Geist erkennt. Paracelsus hatte es nicht leicht in seinem Leben. Sein Ruhm verbreitete sich über ganz Europa, aber die Gelehrten anerkannten ihn nicht. Heute begrüßt man seine ganzheitliche Sicht. Aber was er wirklich mit ganzheitlich meinte, haben wir vielleicht auch heute noch nicht vollständig erkannt. Hören wir in unserem nächsten Podcast von Christian Rosenkreuz. Als Kind adliger Eltern kommt er in ein Kloster und als Jugendlicher bricht er dann auf zu einer Reise um das Mittelmeer, die ihn vollständig verwandeln wird.